Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gerade ist der Campfire-Chat vorbei zum PTA bzw. zu Season 5. Und oh mein Gott, da sind so geile Sachen mit dabei. Herden, 50 neue Uniques und legendäre Waffen und Items, Änderungen zu den Endbossen, neue Endgame-Aktivitäten. Aber ich würde sagen, wir starten direkt am Anfang. Wie immer, ich gebe euch nur quasi eine Übersicht über die wichtigsten Dinge. Da wurde natürlich noch viel mehr erzählt. Außerdem gibt es auch noch Patch Notes sogar schon. Die habe ich euch unten in die Videobeschreibung reingepackt. Das heißt, wenn ihr euch alles anschauen wollt, alle Balance-Änderungen, alles, was gesagt wurde, dann könnt ihr da natürlich nochmal alles abchecken. Hier geht es wirklich um die chunky, geilen Sachen. Deswegen starten wir direkt rein. Also, Season-Thema 5 werden infernale Horden sein. Und diese infernalen Horden werden in der Hölle sein. Und dort könnt ihr in Wellenform gegen Gegner kämpfen. Das Ganze beginnt schon mit Weltstufe 3 und natürlich auch Weltstufe 4. In Sabenzeth könnt ihr die Hölle betreten. Dazu gibt es ein neues Item. Und wenn ihr das zündet, dann könnt ihr diesen, ja, Dungeon, es ist eigentlich so eine kleine Arena, betreten, und dort kommen dann Wellen von Gegner. Acht unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, wie gesagt. Und was auch sehr cool ist, neue Bosse. Am Ende gibt es immer Bosse. Und diese Bosse sind aus Diablo 2. Kenne ich natürlich nicht, weil ich bin nicht so der alte Diablo 2-Hase, aber da kommen Bosse aus Diablo 2 wieder zurück. Sehr cool. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass sich jeder Run anders anfühlen soll als der Run davor. Weil nach jeder Welle werden drei ja, so Pfeiler aufgestellt, sind irgendwie Hände aus dem Boden. Und dort könnt ihr dann entscheiden, ey, was soll die nächste Welle an Gimmicks haben? Finde ich ganz cool, dass man da so ein bisschen entscheiden kann. Das kann ich natürlich alles ändern. Im PTA wird es dann Feedback geben. Und dementsprechend wird das für Season 5 angepasst. Aber finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass man da in Zukunft die Möglichkeit hat, selber ein bisschen zu entscheiden, ey, was will ich in der nächsten Welle sehen und was nicht. Und dass das nicht so random ist oder immer gleich sich anfühlt. Das ist ganz cool. Das gleiche Problem hatte ich ja in der Grube, dass sich nach 100 Malen die Grube immer wieder gleich anfühlt. Das hat man hier dann hoffentlich nicht. Dass sich jeder Run wenigstens ein bisschen anders anfühlt. Und dann natürlich ganz wichtig, was gibt es dafür für eine Belohnung? Ganz am Ende gibt es nämlich ganz viele verschiedene Kisten in dem Areal und jede Kiste hat einen anderen Inhalt. Sowas wie zum Beispiel Materialien oder nur legendäre Items oder nur Gold. Und es gibt auch Kisten, die garantiert Greater Affixe beinhalten. Ja, ganz cool. Was ich noch sagen wollte, genau in diesem Horde, in diesem Wellen-Ding gibt es eine neue Währung, wie auch in der Höllenflut, das seht ihr dann oben rechts. Und mit dieser Währung könnt ihr dann am Ende eine Truhe aufmachen. Ähnlich wie auch in Season 3 bei Malphan, nur dass ihr im Dungeon diese Sachen nicht eingesammelt habt, sondern am Anfang starten musstet. Aber um die Truhe aufzumachen, braucht ihr diese neue Währung und könnt dann Truhen aufmachen. Spannend wird sein, ob man insgesamt genug Währung kriegen kann, um zwei Truhen aufzumachen und wie das im Multiplayer aussieht. Das haben sie jetzt nicht gesagt, aber wird sich dann alles zeigen. Dann wurden einige neue Uniques gezeigt. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, es kommen 50 neue Uniques und legendäre Aspekte mit rein. Die genauen Zahlen, wie das verteilt ist, haben sie nicht gesagt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es 20 Uniques sein werden und 30 legendäre Aspekte. Sehr, sehr krass. Ein paar Stück werde ich hier einfach mal durchflattern lassen. Ein Stab für einen Druide, ein Schwert für einen Barb, das ist sehr interessant. Ein Dagger für einen Necro, ein Dagger für einen Rogue, ein Stab für einen Magier, ein Amulett für einen Barb und eine Hose für einen Magier. Und bei der Hose erinnere ich mich auch mega nice, weil da ging es um Chain Lightning. Könnte sein, dass Chain Lightning sehr krass wird auf Magier. Dann noch neue Schuhe, die für alle gelten, die, sobald man einen Cooldown einsetzt, explodieren. Und das sah schon sehr wuchtig aus, muss ich sagen. Dann auch ganz cool in dieser Hölle, in dieser infernalen Horde, am Ende in der Truhe, gibt es Target Farm Uniques. Das bedeutet, 10 Uniques, die neu reinkommen, werden nur in der infernalen Horde dabei sein. Bislang war es ja immer so, dass neue Uniques bei irgendwelchen Endbossen Target gefarmt werden können. Das Ganze beginnt jetzt auch in der infernalen
Horde, dass man dort Unix Target farmen kann und dazu auch noch legendäre Aspekte. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Natürlich können alle Sachen immer in der Welt einfach so fallen, so wie es auch immer schon war. Aber dort kann man jetzt auch legendäre Aspekte Target farmen. Zum Beispiel nehmen wir den Pulverisieren Aspekt. Sagen wir mal, ihr braucht den noch auf einem hohen oder guten Level. Und den würde es theoretisch in diesem infernalen Horde-Ding geben. Dann könnt ihr den dort Target farmen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, welche legendären Aspekte es dort geben wird. Aber auf jeden Fall 10 neue Unix in der infernalen Horde, die es nur dort gibt. Dann noch eine sehr krasse Sache bezüglich Target Farming. Ihr könnt jetzt Unix, haltet euch fest, ihr könnt euch Unix Target Farming durch Obolusse. Bei Kadala, beim Kuriositätenhändler, könnt ihr jetzt mit den Obolussen auch Unix bekommen. Und jetzt haltet euch einfach fest, ihr könnt auch Uber Unix dadurch bekommen. Natürlich sehr, sehr, sehr geringe Chance, aber ich sehe es jetzt schon vor mir, wie irgendjemand schreibt: Ey Lu, ich habe gerade einen Uber Unix aus dem Kuriositätenhändler durch Obolusse bekommen. Also, das wird nochmal richtig, richtig cool. Dann gibt es noch zwei krasse Updates zu Unix. Ihnen ist aufgefallen, dass jetzt in Season 4 sehr viele Builds entstanden sind, die relativ wenig Unix genutzt haben und eher auf legendäre Items gesetzt haben, weil das mit den zwei Härtungen natürlich extrem krass war. Gerade bei den Waffen war das ein Problem, weil mehrere Projektile man immer nur auf den Waffen hatte und das halt nicht auf den Unix war. Deswegen wurden Unix-Items, Unix-Waffen relativ wenig genutzt. Sie haben eine Statistik gesagt, von 0 bis 2 Unix werden in einem Build benutzt und sie hätten gerne eigentlich, dass in einem Build 2 bis 4 Unix benutzt werden. Haben dann aber auch angesprochen, dass es damals ja in Season 2, ihr erinnert euch, das Problem gab mit T-Bolts Wille, dass er dann einfach best in Slot war für alle Charakter, für alle Builds, weil man Schaden drauf hatte, Ressourcen drauf hatte und die Hose an sich einfach extrem krass war. Und da werden alle Unix jetzt stärker. Einmal allgemein natürlich die Aspekte werden stärker. Sie haben sowas gesagt von 40-80%. Lass uns da mal überraschen. Und alle Affixe werden umgeändert. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es ein relativ großer Rundumschlag ist. Und dort richtig, richtig viele Affixe umgeändert werden. Ich habe gerade eben über die Chain Lightning Hose gesprochen, die neu reinkommt. Dort sind zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit drauf, dass man zwei Projektile auf einmal schießen kann. Und so wird es jetzt wahrscheinlich auf vielen Unique Items viele neue Affixe geben und alte Affixe werden rausfallen, wie es eigentlich auch schon mit den legendären Items war, beziehungsweise mit den normalen Items, wo ja auch schon viele komische Affixe rausgeflogen sind und man nur noch diese Base Affixe drin hat. Da bin ich sehr gespannt, was da alles anders ist bei den Unix. Dann, sehr cool, jetzt gerade eben hat man es schon im Hintergrund im Video gesehen, ich werde es aber nochmal einblenden. Ubers haben jetzt eine neue Farbe, haben einen richtig krassen Sound, wenn sie fallen. Man sieht es sofort im Inventar, weil die jetzt so bläulich-lila sind. Finde ich sehr, sehr nice. Ich hatte ganz oft das Problem oder ganz oft die Angst, und ihr bestimmt auch, dass man Uber nicht sieht. Man kann es so leicht hören, aber der Sound war jetzt nicht mega krass anders. Und im Inventar hat man es nicht gesehen. Es sah aus wie jedes andere Unique. Das wird man auf jeden Fall jetzt immer sehen können. Dann noch eine sehr, sehr coole Änderung. Crowd Control, das bedeutet, der Kontrollverlust durch Gegner würde drastisch wieder verringert. Das Update gab es ja schon mal, ich glaube in Season 2, wo Crowd Control reduziert wurde. Das wurde jetzt nochmal adjusted. Und sehr, sehr cool, ihr könnt jetzt Potions nutzen, während ihr im Crowd Control seid. Das bedeutet, wenn ihr eingefroren seid oder gestunt, könnt ihr Potions zünden. Das hat mich immer sehr genervt, dass man keine Potions zünden kann. Die könnt ihr jetzt auf jeden Fall nehmen. Wo wir gerade bei Quality of Life Änderungen sind. Eine Sache, die ich mir extrem gewünscht habe und ihr glaube ich auch, sind Änderungen zum Härten. Dort gibt es leider, nicht so eine krasse Änderung. Ihr könnt jetzt einmal öfter rollen, je nachdem wie viele Greater Affixe auf eurem Item ist. Jeder Greater Affix gibt einen Roll mehr. Bedeutet, habt ihr ein Item mit drei Greater Affixen, könnt ihr dreimal öfter härten als beim Item ohne Greater Affix. Es ist etwas, aber meiner Meinung nach etwas wenig. Sie haben aber auch gesagt, dass das Ganze erst zu Season 5 kommt. Sie wird nicht mal im PTR verfügbar sein. Und dass es sein kann, dass man da noch vielleicht was adjustet und vielleicht noch was hinzufügt, sich was anschaut. Da kann also noch was kommen. Aber der erste Call ist erstmal, dass jeder Greater Affix einen Roll mehr gibt. Und das ist auch erstmal
gesetzt. Dann noch eine sehr, sehr krasse Sache, die kam relativ zum Schluss. Die verschiedenen Klassen, Druide, Magier und Necro, können jetzt mehr Waffen tragen. Zum Beispiel kann der Magier jetzt eine Einhandwaffe tragen, eine Einhandschwert, sorry, und damit auch Doombringer oder Blauzorn. Und Doomy auf Magier stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Eine Sache, die ich mir auch extrem gewünscht habe, ist, das habt ihr auch bestimmt schon mitbekommen, wenn ihr Endbosse macht, muss man immer rausporten, den Dungeon zurücksetzen, wieder reinlaufen, zum Boss hinlaufen, den Boss rufen, wieder rausporten, hin und her, hin und her. Das wird jetzt endlich so gemacht, wie ich es auch gesagt habe. Nachdem ihr den Boss besiegt habt, taucht der Altar wieder auf im Bossraum und ihr könnt sofort den nächsten Boss rufen. Also sehr, sehr cool. Das gilt für alle Endbosse und auch fürs Icebeast, weil das Icebeast wurde auch komplett gereworked. Sie haben eingesehen, dass es doof ist, dass man einen kompletten Dungeon durchrennen muss. Das Icebeast wartet jetzt auch in einem Dungeon. Ihr müsst keinen Dungeon durchlaufen. Wird genauso wie die anderen Endbosse, könnt ihr den rufen. Und es kostet auch kein Siegelpulver. Und Warschan kostet nicht mehr 4 Bodyparts, sondern nur ein Bodypart. Auch sehr krass. Bedeutet, Warschan wird man unendlich oft rufen können. Oh mein Gott, wird man oft Warschan rufen können. Und oh mein Gott, wird man viele Eier haben. Ich weiß, dass es jetzt in der Season schon so ein kleines Eierproblem gab, weil man Scherben ohne Ende hatte, weil man sehr viel in der Höllenflut unterwegs war. Ich denke, das Problem sollte jetzt auf jeden Fall auch wieder weg sein, weil man einfach viermal so viele Eier hat wie vorher. Und ja, das war's soweit. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, wenn ihr alles sehen wollt, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Dort ist natürlich die Patch Notes verlinkt. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Ich freue mich extrem auf Season 5. Habe ich eigentlich schon gesagt, wenn der PTA online geht? Falls ich es vergessen habe, der PTA geht am Dienstag online. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Der PTA geht am Dienstag online. Das heißt, ich werde am Dienstag natürlich im PTA reingucken. Der PTA auch wieder nur für PC-Spieler leider. Dennoch werde ich reinschauen und für euch natürlich alles ausprobieren und sich angucken. Wo ich gerade beim PTA bin, fallen mir noch zwei, drei Sachen ein. In der Vergangenheit, dem ersten PTA war es ja so, dass ihr einen Charakter startet und dann könnt ihr den direkt hochleveln. Jetzt wird es so sein, dass eure Standard-Charakter kopiert werden und in den PTA geschoben werden. Das bedeutet, alle Charakter, die ihr jetzt gerade in Season 4 habt, könnt ihr dann im PTA benutzen mit den neuen Unix, mit den ganzen Änderungen. Und ja, eine sehr coole Sache. Aber ja, Dienstag geht's los. Ich werde reingucken. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen. Und ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.